Jetzt brauchen wir eigentlich eine weihnachtliche Begrüßung. Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr seht jetzt wahrscheinlich an Weihnachten, deswegen erstmal schon frohe Weihnachten von uns an euch. Und wir haben heute so ein kleines Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Es kommen jetzt nämlich die Feiertage zwischen den Jahren, Silvester, sehr, sehr viel frei auf jeden Fall. Und da hat man immer viel Zeit für Filme. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir heute mal eine gute alte Movie Squads Folge zu Weihnachtsfilmen. Das heißt, erstmal, ihr bekommt jetzt hier ein Battle und ihr seht, wer die besseren Weihnachtsfilme pickt und habt dazu noch ein paar Filmempfehlungen für die Festtage, freien Tage, bla bla bla. Müssen wir Movie Squads erklären oder können wir rein? Ich glaube, wir erklären es noch einmal. Für die nächsten Aufnahmen erklären wir es dann nicht mehr, oder? Okay. Also jeder super. Von uns pickt nacheinander Filme oder Serien. Wir haben das Ganze ein bisschen breiter gefasst, weil ich glaube, ich kann es sagen, wir sind beide so ein paar kleine Grinchs, was Weihnachtsfilme angeht. Das heißt, Filme oder Serien, die aber nicht nur den Bezug zu Weihnachten haben, sondern generell zu Winter, die zu Weihnachten auf dem Fernsehen spielen oder die so traditionell im Dezember spielen. Und aus diesen Filmen bauen wir dann einen Fünfer-Squad zusammen. Und die treten dann gegeneinander an und ihr dürft dann im Community-Tab abstimmen, welcher Fünfer-Squad die besseren Weihnachts-, Winter-, Dezember-Filme repräsentiert. Das Ganze funktioniert so, wir losen gleich aus, wer der Erste ist, der pickt dann seinen Ersten, der Zweite pickt dann seinen Ersten und den Zweiten, dann der Erste wieder den Zweiten und den Dritten, immer abwechselnd. Und ich würde sagen, du kannst auslosen, wer beginnt. Okay. Dann gib mal wieder eine Zahl. Gerade oder ungerade? Gerade. Fünf, ja. Verdammt, Alter. Okay. Ich glaube, du zerschießt mir jetzt schon alles. Dann darf ich anfangen. Ja. Und diesmal mir war es so, so wichtig, dass ich anfangen darf. Ja. Weil ich will einen Pick heute extrem haben. Ganz extrem will ich den Pick haben. Ich auch. Und ich kann ihn jetzt nehmen. Ich weiß nicht, ob du dran gedacht hast. Ich denke mal schon. Ich habe extra noch mal nachgefragt, bevor ich es gepickt habe. Meine Eins ist nämlich Weihnachtsmann und Co.KG. Ja. Was soll ich sagen? Ich musste das heute picken. Ich liebe diese Serie so sehr. Ich schaue die bis heute noch jedes Jahr an Weihnachten. Mein Discord-Server heißt Elias Movie Planet und Co.KG. Ich glaube, keiner versteht, warum dieser Server so heißt. Ich habe den damals an Weihnachten oder um Weihnachten wegen der Serie so genannt. Ich liebe diese Serie. Das ist für mich, ich habe keinen klassischen Weihnachtsfilm, so den ich wirklich jedes Jahr gerne schaue und absichtlich schaue, außer Weihnachtsmann und Co.KG. Und das ist halt eine Serie. Ja, ja. Das ist mein Pick. Hä, aber heißt das nicht und Co.KG, weil du so ein krasser Unternehmer bist? Doch, 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 deswegen. Weil meine Einnahmen sind so hoch, ich musste schon eine, wie nennt man das dann, Co.KG gründen oder so. ich sag ganz ehrlich, ich bin Millionär. Grüße gehen raus an den Dezember CPM. Mann. Ja. Also das ist mein Pick, ja. Ja. Bin ich jetzt nochmal näher? Nee, oder? Ich darf jetzt zwei. Und das ist so wichtig, dass ich jetzt zwei machen darf, dass du mir nichts wegnehmen kannst. Zuallererst, ja, es ist jetzt kein direkter Weihnachtsfilm, sondern es ist ein Winterfilm. Aber der Film ist so schön gemacht, dass, obwohl es um eine Disney-Prinzessin geht, auch Jungs den Film sehr gerne schauen. Es geht um Frotzen. Was? Frotzen. Ja, als ob du den hier bei Weihnachtsfilm pickst. Muss ich? Was soll ich machen, krass. Alter? Okay. Ich hab gesagt, ich hab gedribbelt, aber ich hab noch heftiger gedribbelt. Ich hab wirklich noch heftiger gedribbelt. ja, Frotzen ist für mich einfach eine schöne Geschichte, es wird ja immer so gesagt, ja, man will irgendwie toxische Maskulinität mittlerweile aus dem Kino raus haben, man will starke Frauen haben, dies, das, Ananas. Und für mich ist Frotzen das alles. Du hast Elsa, die jetzt nicht böse ist, aber die so mit ihren Sachen struggelt. Dann hast du Anna, ihre jüngere Schwester, die für mich die Definition einer starken Frau ist. Dann hast du
Wie heißt der Typ nochmal? Sven. Sven. Und wie heißt der, wie heißt das Wen Rentier? meinst, oder meinst du den, wen meinst du? Wie heißt das Rentier nochmal? Rede weiter, ich recherchiere. Okay, du recherchierst. Wir haben mit... Nein, ich will den Namen jetzt, ich will den Namen jetzt wissen. Christoph, Christoph. Wir haben mit Christoph. Christoph, ja, stimmt. Christoph ist aus Ehre gegossen. Er ist ein absolut lieber, netter Mann für Anna. Wir haben den absolut liebenswürdigen Olaf, den Schneemann, der unbedingt einmal Sommersonne erleben möchte. Und dann haben wir noch Sven, das Rentier, das einfach cool ist. Ich finde, es hätte nicht einmal den Antagonisten am Ende gebraucht. Aber der Film, finde ich, hat im Großen und Ganzen keinen Fehler. Ja, finde ich auch. Und er ist schön zu schauen. Den kann man mit Leuten in eigentlich fast jeder Altersgruppe schauen, außer gerade mit 16-Jährigen, die sich zu cool dafür fühlen. Ja. Ja. Also okay, ich muss sagen, ich finde den am Ende ein bisschen kitschig, ganz bisschen. Ja, natürlich. Mit diesem so Vereisen und ja, aber es gehört dazu. Nee, also ich gehört dazu. Es ist Disney, was soll man machen, Alter? Ich hatte, ohne Witz, als ich diese Filme rausgesucht habe, ich habe mir so überlegt, gibt's auch etwas ohne Romantik-Schnulze? Schwer. Weihnachtswanderkoker geht. Bei den Weihnachtsfilmen, ja, es ist doch alles irgendeine Romantik-Schnulze. Boah, also ich fühle mich jetzt ein bisschen überlegen, weil alle meine ersten drei sind ohne. Ja, meine auch, aber das hat lang gedauert, bis ich die so Scheiße rausfiltern konnte. Ja, doch, das stimmt. Aber gut, es gehört ja auch dazu. Mhm. Das Fest der Liebe, sagt ja, man ja nicht umsonst. Klar. Okay. Achso, nee, du Scheiße, du darfst ja nochmal. Ich wollte gerade schon hier. Ich darf nochmal, ja. Du darfst nochmal. Ich darf nochmal. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich gönne dir, dass du einen gewissen Film haben darfst, über den du letztens im Stream geredet hast. Und ich nehme stattdessen einen Film, den ich persönlich recht cool finde. Und zwar Kinder, die so ein bisschen den Glauben an den Weihnachtsmann verloren haben und die dann von zu Hause abgeholt werden von einem magischen Zug, der sie zum Nordpol fährt, wo sie dann den Weihnachtsmann treffen dürfen. Natürlich der Polarexpress. Und jetzt einmal, lass den ganzen Weihnachtsaspekt auf der Seite. Was für Motherfucker sind diese Zugcrew, dass sie den Zug einfach übers Eis genau auf die Schiene driften? Ja, das stimmt. Alter, das stimmt. Solche Babos. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Schaut die Szene auf YouTube. Mit der Giga-Chat-Musik. Mit der Giga-Chat-Musik. Ja.
Mann, Mann, warum pickst du den denn? Ja, ist ein guter Pick. Ja, muss ich. Also, war meine 4, war meine 4. Okay. Ich kann jetzt normal in der Liste weitergehen, wenigstens. Und zwar habe ich einen Film, ich habe eigentlich gedacht, der wäre fast schon sehr extrem gedribbelt. Ja. Aber nachdem du hier jetzt Frozen nimmst, habe ich gar kein schlechtes Gewissen mehr. Ich habe nämlich Hüter des Lichts genommen. Ist ein geiler, also ich weiß nicht, wer den kennt. Kennt man den so allgemein? Ich bin gar nicht sicher, wie bekannt der ist. Ja, steht eventuell auf meiner Nummer 4. Okay, dann kennst du ihn wenigstens. Also, ist ein Film von DreamWorks und es geht darum, es geht so um diese ganzen, wie nennt man die denn? Hüter. Wesen, Hüter, ja, okay, wir kennen die ja nicht als Hüter, diese ganzen Wesen, an die man so glaubt, also die Zahnfee, den Sandmann, Ey, den kleiner Weihnachtsmann, den Dad-Joke, kleiner Osterhasen. Dad-Joke. Wie nennt man einen kleinen Hüter? Ja. Hütchen? Ein Hütchen. Ja. Klar. Ja, nee, also es ist super, super cooler Film, weil zum Beispiel der Weihnachtsmann ist dann auf einmal nicht dieser Ho-Ho-Ho-Weihnachtsmann, sondern ist so ein breit gebauter Russe mit tätowierten Unterarmen Alter, ist sie genial. und einer Waffe. Oder der Osterhase wirft halt so Boomerangs und macht halt Saltos und keine Ahnung was. Die Zahnfee hat ein Schwert. Also es ist so super cool gemacht einfach. Also es ist ein richtig, keine Ahnung, es ist richtig krass. Es ist ein richtig ernster und teilweise auch richtig spannender Film, der aber trotzdem richtig schön ist und einem dieses festtagliche Gefühl bringt. Ja, kann ich jedem empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass den tatsächlich einige nicht gesehen haben. Schaut den euch an. Ja, auf jeden Und Fall. dann meine, Jetzt ganz, ganz kurze Frage. Ist Santa aber für dich der coolste Hüter? ja, nee, also ich finde den Sandmann auch voll cool. Wollte ich gerade sagen, der Sandmann hat doch so ein bisschen mehr Der Swag. Sandmann ist auch richtig cool. Aber Jack Frost ist auch super cool. Ja, aber Die Jack sind alle Frost, voll Alter, das cool. ist so ein Geringverdiener, der hat nicht mal Schuhe. Ja, okay, gut, das stimmt. Okay, da mache ich meinen dritten Pick und der Justice hat es gerade schon gesagt. Ich habe den Film vor einer Woche ungefähr das erste Mal geschaut und ohne zu lügen, glaubst du oder glaubst du nicht, jeden Abend, an dem ich im Bett liege, denke ich noch an diesen Film, weil ich ihn so, so schön finde und ich werde ihn zu 100% am 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag, werde ich ihn zu 100% nochmal schauen, einfach weil ich ihn so cool finde. Das ist nämlich Klaus. Ich habe den Film, ich will ihn seit 3 Jahren gucken, habe ihn nie geschafft zu schauen, habe ihn mir dieses Jahr zum ersten Mal angeschaut und habe wirklich viel erwartet. Das ist ein Oscar-Kandidat gewesen. Ich glaube, er hat nicht gewonnen, ich bin mir aber gar nicht sicher. Ja, ich habe super viel erwartet, habe den geschaut und ich wurde wirklich nochmal doppelt und dreifach überrascht. Ist ein super, super schöner Film. Ist genau das, was man sich so an Weihnachten anschauen will und sollte. Und ja, guckt den einfach, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, ich habe den tatsächlich an dem Tag, als du ihn erwähnt hast, habe ich ihn mir nochmal angeschaut. Einfach, dass ich weiß, gegen was ich hier antrete, gegen welche Qualität. Und es ist prinzipiell eigentlich die Geschichte von so einem Briefträger, der fast zu schlecht für seinen Job ist und der deswegen an einen sehr weit entlegenen Ort versetzt wird, wo er möglichst wenig Arbeit hat. Und zwar fast an den Nordpol oder an den Nordpol. Und das ist so ein Dorf, so ein kleines Dorf, die versenden aber keine Briefe, sondern die sind alle so ein bisschen zurückgezogen für sich alleine in den Hütten. Und er freundet sich aber mit einem Typen an, der Spielzeugmacher ist, der Klaus heißt. Und der stellt sich dann so ein bisschen als Weihnachtsmann raus. Ja. Und ich finde auch, also das ist sogar so ein Film, der finde ich so kurz davor ist oder voll knapp eigentlich davor ist, so richtig kitschig zu sein. Weil es geht darum, dass du, es geht um den Ursprung des Weihnachtsmanns. Und dann hast du zum Beispiel solche Dinger wie, woher das kommt, dass der Weihnachtsmann auf einem Schlitten unterwegs ist, woher dieser Glaube kommt, dass nur artige Kinder Geschenke bekommen, warum er durch den Kamin kommt, so Sachen. Und eigentlich ist es so voll vorhersehbar und so voll billig. Aber der Film macht es so schön, dass es wirklich richtig, richtig gut ist. Ist krass, keine Ahnung. Ja. Ja. Gut, dann bin ich wieder Dann darfst dran. du. Ja. Und
Also ich darf dann ja am Ende noch einen. Die Frage ist, ob ich mit diesen extremen Messi-Dribbler, also da dribble ich dann heftiger als Messi, sag ich dir ganz ehrlich. Ob ich Okay. mir den jetzt schon Okay. erlaube oder später erst mache, weil du wirst garantiert sagen, boah, das ist kein Weihnachtsfilm. Okay. Ich fange erstmal an mit einem Pick, der so oder so auf meiner Nummer 3 stehen würde. Und zwar Charlie und die Schokoladenfabrik. Okay. Und da, das ist ein. Mittlerweile ist er schon etwas älter. Es ist ja jetzt Wonka oder Willy Wonka im Kino. Und das ist prinzipiell die Vorgeschichte zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Da geht es eben um Willy Wonka, gespielt von Johnny Depp, der eine Schokoladenfabrik besitzt und die ist so ganz geheimnisvoll und da war seit 15 Jahren keiner drin und da gibt es so ganz viele Gerüchte, was da wohl ist. Und dann gibt es so, ich glaube, 5 Kinder waren es, die eine Führung gewinnen durch diese Schokoladenfabrik und dann diese ganze Welt der Wunder quasi offengelegt wird. Und alles dreht sich so ein bisschen darum, dass Willy Wonka, ja, Schokolade macht und einfach die Welt so ein Stückchen besser machen möchte. Ja, ich finde den Film immer ein bisschen gruselig so, aber keine Ahnung. Ich finde Johnny Depp als Willy Wonka, also früher hatte ich mal voll Angst vor dem Film, ich konnte ihn mir nie Okay. anschauen. Mittlerweile, ich habe immer noch so ein kleines Trauma davon, aber nee, ist wirklich ein schöner, kreativer Film Aber halt. hast du Wonka gesehen? Nee, noch nicht. Will ich mir aber noch anschauen, Ich hätte ihn interessiert so mich mal. gerne auf die Liste genommen, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Soll auch nicht so gut sein, oder? Also Doch, der soll was ich extrem zumindest gut bisher sein, mit. ist das Ding. Also Echt jetzt? laut Sebastian von Filmstarts zumindest. Ich habe nur die Filmstartskritik, aber nicht von ihm gesehen, sondern von der Seite. Und da war der, glaube ich, voll schlecht. Okay. Okay, 3,5er Letterboxd-Rating, das ist sogar echt gut. Ja, 3, muss man 3, sich vielleicht mal 3,5 anschauen. von 5? Ja, aber das auf Letterboxd ist es schon gut. Ja. Ja, muss man mal schauen. Ja, nee, muss ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ja, Ich darf noch einen. soll ich weitermachen? Ich darf noch einen. Achso, du darfst noch einen, Mann. Ja. Ich habe Angst, dass du mir den wegnimmst, Meinst du den mit einem kleinen Jungen, der allein zu Hause ist, oder den anderen? Nee. Der ist so weit weg von meiner Liste, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Ich habe einen recht coolen Film. Der ist aus den 90ern, glaube ich, aber den werden viele nicht kennen. Aber wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn auf jeden Fall. Es geht um eine Person, die behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Und die dann fast schon in die Psychiatrie gesteckt wird. Und die dann beweisen muss, dass sie wirklich der echte Weihnachtsmann ist. Und zwar Das Wunder von Manhattan heißt der Film. Wo es darum geht, dass ein gewisser Weihnachtsmann in einem Kaufhaus arbeitet, wo 12 andere Weihnachtsmänner sind, die alle das nur für Geld machen. Und der ist halt dort und erzählt den Kindern, er sei der echte Weihnachtsmann. Und dann die anderen Arbeitskollegen machen sich über ihn lustig. Es gibt dann Eltern, die das Ganze nicht so lustig finden. Und dann wird ihm eben gedroht, ja, du kommst in die Klapse oder du darfst da nicht mehr arbeiten. Nur unter der Bedingung, dass du beweisen kannst, dass du der echte Weihnachtsmann bist, was natürlich eine blöde Situation ist. Und ja, es geht sehr viel um den wahren Glauben an Weihnachten und dieses Weihnachtsgefühl. Und gerade auch, was Weihnachten für Kinder ausmacht, dass auch wenn die Weihnachtsmänner im Einkaufszentrum nicht echt sind, für die Kinder sind sie echt. Ja, habe ich auch gesehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Film. War auf meiner 7. Also Okay. hätte ich vielleicht auch noch gesagt. Okay. Das ist wirklich ein Den schöner Film. fünften dribbel ich so hart, du wirst ausrasten. Ich bin gespannt jetzt, ne? Ich bin gespannt. Ja. Okay, dann mach ich mal weiter. Ich habe jetzt wirklich, also meine Top 5, wenn du mir einen von meiner Top 5 weggeschossen hättest, dann wäre ich in eine Richtung gegangen, wo ich die Filme vielleicht selber nicht so unglaublich gerne mag oder so. Aber meine Top 5 sind tatsächlich alles Filme, die ich fast jedes Jahr schaue. Und die ich wirklich, wirklich
über alles liebe. So. Und ich bin mal den sollte eigentlich jeder kennen, den ich jetzt nenne. Das ist wirklich, glaube ich, der einzige Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr schaue. Nicht, weil ich will, sondern weil der, egal wo ich bin, immer läuft. Also ich komme zum Beispiel zu meiner Oma und bin eine Stunde zu früh an Weihnachten. Fernseher an, der Film läuft. Weil der Film läuft immer an Weihnachten. Und das ist Santa Claus, eine, wie heißt jetzt Santa Claus? Eine schöne Bescherung. Ja. Ist ein Dreiteiler, es gibt drei davon. Ich liebe den Film. Also es ist mit Tim Allen in der Hauptrolle. War keine Ahnung, was soll ich sagen. Es ist der klassischste Weihnachtsfilm, den man sich vorstellen kann. Da ist einfach ein Typ, der ist der Weihnachtsmann, der hat eine Familie, muss irgendwie Familie und Weihnachten ausbalancieren können. Er wird plötzlich zum Weihnachtsmann und dann macht er halt sein Ding. Und am Ende trägt er Geschenke aus und alle Kinder freuen sich und jubeln. Und es ist so wirklich der kitschigste und klassischste Weihnachtsfilm, den es gibt. Aber ich liebe den über alles. Der ist wirklich, wirklich, es ist schon schön. Ja. Hast du den geschaut? Den habe ich gesehen einmal in meinem Leben, da war ich aber noch etwas jünger. Müsste ich mal okay. Wieder schauen, aber ich, ja, also wie gesagt, ich bin kein Weihnachtsfilmetyp. Ja, ich auch nicht unbedingt, aber es gibt so ein paar, die, weiß ich nicht, die kriegen mich irgendwie. Ja, und dann mein letzter, ist doch mein letzter, oder? Danach darf ich nicht mehr. Dein letzter, ja. Ist mein fünfter jetzt. Habe ich einen genommen, ist halt auch leider, glaube ich, einer, den viele nicht gesehen haben. Und das ist wirklich, wirklich schade. Und zwar auch ein echter Filmklassiker, Ist das Leben nicht schön? Aus dem Jahr, lass mich lügen, 46 ist der, glaube ich. Ist noch ein Schwarz-Weiß-Film. Und es geht darum, dass es einen Mann gibt, bei dem irgendwie alles scheiße läuft im Leben. Und er hat auf einmal kein Geld mehr. Ja, also er verliert sein Geld, seine Familie macht Stress. Und also, oder ich erkläre es dir ein bisschen anders. Es hat sehr lange überhaupt gar nichts mit Weihnachten zu tun. Wir sehen einen Mann, der sich von null komplett hochkämpft und wirklich eine Familie hat und wirklich ein richtig geiles Leben sich aufbaut. Und auf einmal verliert er in den paar Tagen vor Weihnachten alles und ist kurz davor, ins Gefängnis zu kommen. Er hat extrem Streit mit seiner Frau und hier und da. Und am Ende geht er dann am Weihnachtsmorgen oder am Heiligabend, es ist Heiligabend, geht er raus und will sich umbringen und baut erstmal einen Unfall, fährt gegen eine Wand und stürzt sich dann von der Brücke. Und dann ist er in Anführungszeichen tot. Aber dann taucht auf einmal ein Mann auf, der sich später als Engel herausstellt und geht mit ihm so ein bisschen durch sein Leben, was sein Leben wäre oder was die Stadt wäre, in der er lebt, wenn er niemals geboren wäre oder wenn er früher gestorben wäre. Und ja, mehr sage ich mal nicht, dann ist es schon wieder zu sehr gespoilert. Aber es ist wirklich so ein richtig schöner, herzerwärmender Film, wo man am Ende dann wirklich so ein richtig weihnachtliches Gefühl hat. Ich will nicht spoilern, mehr kann ich nicht sagen. Ja, musst du nicht spoilern. Den hast du übrigens damals im Kino gesehen, oder? Als er rausgekommen ist. Ja, den habe ich im Kino gesehen. Ja. Da war ich damals, zum 20. Geburtstag war ich drin, ja. Mhm. Ist auch krass, das ist jetzt auch schon fast 80 Jahre her. Hast du den geschaut? Hast du den geschaut? Ich meine, ich müsste mal nebenbei mitbekommen haben, aber jetzt zu sagen, dass ich ihn wirklich aktiv geschaut hätte, wäre gelogen. Okay. Ja. Mein letzter Case. Gehen wir mal ganz kurz die Snaps durch. Lies vielleicht mal deine restlichen von der Liste vor. Wenn meiner da drauf ist, dann sage ich nichts. Okay, ich hatte noch Buddy der Weihnachtself, Nightmare Before Christmas, und Stirb langsam. Stirb langsam, okay. Ja, kann man schon irgendwie nehmen. Ja, schon. Spielt an Weihnachten. Schon, okay. Was ich noch auf meiner Liste habe, aber nicht genommen habe, wie gesagt, Kevin allein zu Haus. Der Grinch muss auf der Liste sein, auch wenn ich mir denke so, ja. Dann, was noch so ein bisschen auf der Liste ist, deswegen habe ich auch noch mal gesagt, Serien gehen auch.
Ich finde die Simpsons Weihnachtsfolgen immer recht schön gemacht. Aber es reicht auch nicht, um in so einer Top 5 dabei zu sein. Und ich will nochmal sagen, nein, Santa Buddies ist kein guter Film. Es ist ein absolut schlechter Film. Aber jetzt, wo du gesagt hast, stirb langsam ist auf deiner Liste, habe ich weniger schlechte Gefühle, wenn ich meinen Film jetzt nehme. Ich habe schon angekündigt, es ist extrem gedribbelt. Es ist, als hätte Messi einmal zum gegnerischen Tor gedribbelt, dann wieder zurückgedribbelt zum eigenen Tor und hätte von der eigenen Torauslinie wieder begonnen, zum gegnerischen Tor zu dribbeln. Es geht um einen Film, der jedes Jahr im Dezember im Fernsehen spielt. Der jedes Jahr im Dezember auf allen möglichen Streaming-Plattformen erhältlich ist und das meistens kostenlos. Es geht um einen Film, der in so vielen Weihnachts-Fernsehwerbungen drinnen ist, der angeteasert wird mit solchen Sachen wie die Weihnachtsgeschichte von Disney, das ich auch nicht genommen habe, hätte man auch nehmen können, die Geschichte von Scrooge. Aber der Film ist immer dabei. Und es hat einen Grund, warum ich gerade zu dieser Zeit unseren Rewatch machen wollte. Und zwar, straf mich lügen, aber Harry Potter ist ein Winterfilm. Was? Harry Potter spielt jedes Jahr zu Weihnachten. Jedes verdammte Jahr zu Weihnachten. Und Ja, hast recht, wenn die ja. Filmindustrie mir den Steilpass spielt, dann muss ich reingrätschen. Sorry. Ey, ist der Pick scheiße, Was? Nee. Das ist ein intelligenter Pick. Ja, okay. Ey, ich hab gedacht, du machst jetzt Dinner for One und du sagst, ja, das ist eigentlich ein Silvesterfilm, aber ist ja auch Dezember. Ich hab gedacht, das wäre ein Dribbler jetzt. Nein. Aber Harry Potter, das ist ja kein Dribbler mehr, das ist einfach Ball übers ganze Feld ins Tor geschossen. Ich sage ja, das ist Messi geht zum gegnerischen Tor, zum eigenen Tor und wieder zum gegnerischen Tor und macht dann noch den Fallrückzieher und Flugkopfball zusammen. Weil er den Fallrückzieher Okay. natürlich beabsichtigt an die Latte gepölt hat. Aber die Filmindustrie sagt, es ist ein Weihnachtsfilm, also ist es ein Weihnachtsfilm. Und du, ja, jetzt mal ganz Okay. ehrlich, Hüter des Lichts ist ja eigentlich auch ein Osterfilm, es spielt ja zu Ostern. Okay, aber in Hüter des Licht ist der Weihnachtsmann wenigstens dabei. Da hatten wir diese Parallele, weißt du? Ja, aber in Harry Potter gibt es eine Weihnachtsmannfigur, die sogar magisch ist und sich bewegt. Wer? Dumbledore oder was? Nein, es gibt bei den Weasleys doch im Haus so diesen fliegenden kleinen Weihnachtsmann. Ach so, okay, ja, hast Der recht. mit dem Also dampfbetriebenen dein Schlitten Pick ist fliegt. jetzt einfach Harry Potter, die Filmreihe oder was? Ja! Aha, sogar noch direkt 8 Filme gefickt. Ey, Natürlich! das ist wirklich Genauso wie ich bei Frotzen auch den geil. zweiten drin habe. Gibt es einen dritten? Ich habe gehört, da irgendwas war da mal. Gibt's einen dritten? Nee, oder? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Aber Jetzt muss ich googeln. ich sag's dir ganz ehrlich, die Zuschauer werden mir zustimmen, Harry Potter spielt immer im Dezember. Und Also ja, da gebe ich dir recht, ja. würde er es nicht tun, hätte ich ihn niemals hier genommen. Aber er tut's. Deswegen ist er auf dieser Liste. Okay, wenn ich nächstes Mal eine Werbung auf ProSieben sehe für The Dark Knight, pick ich dann noch The Dark Knight bei beste Osterfilme oder so. Ja. Aber es ist ein Pick, ist ein Pick. Es ist cool. Vielleicht finden wir einen coolen Harry Potter mit Weihnachtsmann-Bart, den wir auf die FIFA-Karte packen können. Nimm einfach Dumbledore und zieh ihm so Stimmt. Weihnachtsmann-Klamotten an. Stimmt. Ey, wirklich, wenn Dumbledore einen Hut aufzieht, so eine Ja. Mütze auf, sieht er wirklich aus wie der Weihnachtsmann. Ja. Oder Hagrid auch, wie ein jüngerer Weihnachtsmann. Ich frage mich gerade, also es ist schon etwas länger her, dass ich die Bücher gelesen habe, so ein, 2 Jahre, seit ich das letzte Mal reingeschaut habe. Aber war es in einem Buch nicht so, dass Dumbledore mal wirklich einen Weihnachtsmann gespielt hat? Oder war das ein Fanfilm oder so, eine Fananimation, die irgendwas mit Cold Mirror zu tun hatte? Also, ja, ich kann es nicht beantworten, aber bestimmt Hä, ich dachte, du bist irgendjemand mittlerweile ein in den Fan. Kommentaren. Ja, stimmt. Ich habe schnell noch gelesen, die Bücher letzte Woche. Ja. Für den Rewatch noch.
dass ich Bescheid weiß. Wie fandest du den krassen Buchtwist aus dem sechsten Film, der es nicht in den Film geschafft hat? Fand ich gut. Ich überlege gerade, was war überhaupt der sechste Film? Den hab ich doch, haben wir noch gar nicht gemacht, Nein, den Rewatch, eben, oder? der kommt übernächste oder guck nächste mal. Woche. Das habe ich noch nicht gelesen. Ich lese immer nur so weit, wie wir mit dem Rewatch sind. Okay, Ich will immer mich so ja nicht spoilern nachträglich, lassen. dass ich so die krassen Genau. Buchfakten raushauen kann. Genau. Okay. Ja, Aber dann. Ach so, du genau, wir liest sie brauchen noch schon einen auf Türkisch, Kapitän. oder? Was? Ja, So natürlich. Immer in Originalsprache. zu Gyros-Kebab, oder? Ja. Auch das wieder Gyros-Kebab ist auch crazy, ne? ja. Ach so, Kapitän. Wen willst du als deinen Kapitän? Wer ist mein Captain? Boah, komm, ganz ehrlich. Also, es ist jetzt zwar kein Captain, aber es ist der Zugführer, es ist der Polarexpress. Einfach für diese Okay. Motherfucker-Moves in diesem Film. Bei mir ist es, und da habe ich mir mal ausnahmsweise sogar schon vorher überlegt, wer mein Captain ist, bei mir ist es der einzige breite, bärtige, glatzköpfige Mann am Nordpol, der nicht der Weihnachtsmann ist. Mein Captain ist Grantelbart. Ich will jetzt hier ein fettes, wer das jetzt hier schneidet, ich will jetzt ein fettes Bild von Grantelbart, einfach für alle, die Grantelbart nicht kennen. Oder Ja. ich will hier einen Clip, wie Grantelbart Gitarre spielt. Irgend sowas will ich jetzt haben. Na schön, wenn du unbedingt willst. Ist er nicht so ein Heavy-Metal-Typ? Genau, Grantelbart ist so ein Heavy-Metal-Typ. Der spielt immer Gitarre und dann kommt der Weihnachtsmann rüber und sagt, es ist zu laut und so. Die haben so eine Eigentlich ist der Weihnachtsmann der Böse in der SpongeBob-Thaddäus-Nachbarschaft. Story, oder? Er lässt Grantelbart keine Ja, Musik eigentlich machen. schon. Den hätten wir bei Anti-Helden mit reinnehmen können. Ja, schon. Ja, gut, dann sind wir durch. Ja, vielleicht schaut ihr das hier gerade unterm Weihnachtsbaum mit der Familie. Ey, stimmt, vielleicht sind wir ja gerade Abendprogramm bei irgendeinem Weihnachtsfest. So Ey, groß auf einer vielleicht Leinwand sind wir es, werden wir vielleicht gerade sind wir geschaut. es. Ja, wer weiß. Gut, dann hoffen wir, ihr hattet ein schönes Fest oder habt noch ein schönes Fest, wenn ihr es jetzt irgendwie morgens schaut oder sowas. Ja, hast du noch was Wichtiges zu sagen? YouTube hat gerade mein Video wieder gesperrt, das ich hochladen will. Das nervt mich ein bisschen. Das ist schlecht. Egal, kriegst du noch hin. Ja, ich Wir hoffe. glauben an den guten Geist der Weihnacht. Ja, gut, dann würden wir sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Droppt Likes und Abos. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Film ihr immer an Weihnachten schaut. Ich glaube, jeder hat da irgendwie so eine eigene Tradition. Vielleicht schaut wirklich irgendjemand The Dark Knight immer an Weihnachten, wer weiß. Schreibt es unten einfach mal rein. Und dann würden wir sagen, schöne Weihnachten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ho, ho, ho. Tschüss. Das klippe ich mir. Ciao.